Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Konsul, ich freue mich sehr, Sie heute im Namen des Haus der Kunst zu diesem Abend über Rudolf Belling begrüßen zu dürfen. Anlass dieser Veranstaltung ist die Ausstellung Geschichten im Konflikt, das Haus der Kunst und der ideologische Gebrauch von Kunst 1937 bis 1955, die Ulrich Wilmes und ich zum 75. Jahrestag des Haus der Kunst konzipiert haben und in der drei Skulpturen von Rudolf Belling zu sehen sind. Geschichten im Konflikt handelt auch vom Schicksal der europäischen Avantgarde über den Zeitraum ihrer Verfemung und Vertreibung durch die nationalsozialistische Kunstpolitik, über ihr Wirken im Exil bis zu ihrer Rückkehr und Rehabilitierung in der Nachkriegszeit. Rudolf Belling, 1886 in Berlin geboren, gehörte zu den auch international bekannten Bildhauern der Avantgarde in Deutschland. 1919 schuf er sein wohl berühmtestes Werk, die Skulptur Dreiklang, eine der ersten abstrakt-expressionistischen Skulpturen im deutschsprachigen Raum. Ab Mitte der 20er Jahre wandte sich Rudolf Belling zunehmend zur figürlichen Plastik hin und von der freien Form ab. Diese stilistische Disparität zeigte sich auch im Sommer 1937, als Belling als einziger Künstler und wohl aufgrund einer Nachlässigkeit seitens der Organisatoren zeitgleich auf jenen beiden Propagandaausstellungen vertreten war, die als gezielte Kontrastveranstaltungen inszeniert worden waren und eine Zäsur für das kulturelle Leben in Deutschland markierten. So wurden seine Skulpturen Dreiklang und Kopf in Messing auf der Femeschau Entartete Kunst im Münchner Hofgarten öffentlich diffamiert, während seine gegenständliche Darstellung des Boxers Max Schmeling nur wenige hundert Meter entfernt als Exponat wahrer deutscher Kunst in die große deutsche Kunstausstellung im neu errichteten Haus der deutschen Kunst aufgenommen worden war. In der Ausstellung Geschichten im Konflikt sind nun alle drei Skulpturen zusammengeführt. Der Widerspruch dieser Doppelpräsenz blieb auch 1937 nicht unbemerkt. Bereits einen Tag nach Eröffnung der Femeschau Entartete Kunst erließ die Kulturpressekonferenz die Anweisung, den Künstler, gemeint war Rudolf Belling, vorläufig nicht zu erwähnen. Die Reichskammer der Bildenden Künste habe deswegen hunderte von Anfragen erhalten und wolle die Frage später grundsätzlich klären. Bellings Skulpturen wurden schließlich aus der Femeschau im Münchner Hofgarten entfernt. Der Boxer Schmeling hingegen verblieb im Haus der deutschen Kunst. Belling selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits nach Istanbul emigriert, wo er als Künstler und Lehrender die Entwicklung der staatlichen Denkmalkunst in der Türkei maßgeblich beeinflussen sollte. Rudolf Belling, ästhetische und ideologische Kämpfe, so haben Burcu Dogramaci und Gürsoy Doktaş ihren heutigen Vortrag genannt. Ihre Ausführungen folgen dem historischen Narrativen der Kunstgeschichte und erweitern dieses zugleich, um ein freieres Assoziationsfeld zu Rudolf Bellings komplexem Werk zu eröffnen. Burcu Dogramaci ist seit 2009 Professorin für Kunstgeschichte an der LMU München. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Kulturtransfer, künstlerisches Exil und Migration. Zu ihren wichtigsten Publikationen gehört ihre Habilitationsschrift Kulturtransfer und nationale Identität, in der sie den Einfluss und das Nachwirken deutschsprachiger Architekten, Stadtplaner und Bildhauer in der Türkei nach 1927 untersucht und die 2008 mit dem Hartwig-Siemers-Wissenschaftspreis der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung ausgezeichnet wurde. Derzeit ist Burcu Dogramaci auch als Senior Research Fellow am Center für Advanced Studies der LMU München mit einem Forschungsprojekt zu Kunst, Exil und Migration tätig. Gürsoy Doktaş ist Künstler, freier Kurator und Autor. Darüber hinaus ist er Mitglied des Vorstands des Kunstraum München und seit diesem Jahr Stipendiat des Graduiertenkollegs Versammlung und Teilhabe an der Hafen City Universität in Hamburg. Seit 2006 gibt Gürsoy Doktaş das Künstlermagazin Mad Magazine heraus, dessen siebte Ausgabe Rudolf Belling und dessen Verhältnis zur Kultur der Abstraktion zum Thema hatte. Diese Publikation hat auch uns inspiriert,
Lyusoy Doktas und Buju Dokramachi als Referenten für die heutige Veranstaltung einzuladen. Im Anschluss an ihren Vortrag werden wir gemeinsam mit unserem dritten Gast, Frau Elisabeth Weber-Belling, der Tochter Rudolf Bellings, diskutieren, wozu auch Sie herzlich eingeladen sind. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und übergebe nun das Wort an die Referenten. Nochmal herzlich willkommen. Diese Ausgabe des Mad Magazines, die jetzt im Hintergrund spielt, interessiert sich für die Rolle von Rudolf Belling in der jungen türkischen Republik, die sich in einem dynamischen Prozess der Modernisierung und Transformierung vom islamischen Sultanat in eine säkularisierte Demokratie befand. Der Einsatz ausländischer Spezialisten, bevorzugt aus dem deutschsprachigen Ausland, die gezielt ins Land geholt wurden, beschleunigte die ohnehin rasante Entwicklung. Belling, das wurde eben gerade auch schon erwähnt, wurde 1936 der Bildhauerabteilung der Akademie für Künste, Schönkünste in Istanbul und war für dessen Neustrukturierung verantwortlich. Belling, der für die Auflösung tradierter bildhauerischer Konzepte stand, hatte sich mit seinen abstrakten Bildwerken bereits internationales Renommee erworben. Seine Aufgabe in Istanbul war es nun, eine figurative Staatskunst zu entwickeln, deren Verständnis im 19. Jahrhundert verwurzelt war, stark neoklassizistisch geprägt. Mad Magazine war genau an diesem Spannungsverhältnis interessiert. Ein Vertreter der Abstraktion, der einen Auftrag annimmt, indem er sich für genau das Gegenteil in der Verantwortung sieht. Universalität, Totalität und Ausschließlichkeit bilden einen Erzählstrang der Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im großen Kontrast steht eine andere Erzählung, diejenige der Pluralität, der Diskontinuität, des Antagonismus und der Partikularität. Diese Narration war Belling durch sein Berliner Umfeld, der Einflüsse aus Paris und Moskau, aber auch aus seiner New York-Reise vertraut. Indirekte Fragestellung der Ausgabe war, konnte, wollte, hatte er Aspekte der osmanisch-islamischen Kultur, dort ganz besonders die jahrhundertelang gereifte Abstraktion, die hauptsächlich theologisch eingeführt war, in sein Schaffen, in seine Lehrtätigkeit eingliedern können. Würde er nach Möglichkeiten der Synthese suchen, mit denen einheimische Künstler in der ersten Dekade der jungen Republik nicht reüssieren konnten? Mit verschiedenen Texten, manchmal auch nur Inhaltsangaben kanonischer Werke, wollte die Ausgabe des Mad Magazines ein geistiges Feld schaffen, in dem der kulturelle Horizont, die historischen Kontexte oder die projizierten Gedanken Bellings vielleicht nachempfunden, verständlicher oder gar unverständlicher werden. Zentral erschien mir Worringers Dissertation von 1908, Abstraktion und Einfühlung. Die Schrift war generell ein wichtiger Bezugspunkt der damaligen Künstler, zum Beispiel auch für Wassily Kandinsky. Worringer definierte das Prinzip Abstraktion als ein kultur- und zeitübergreifendes Phänomen. Sein Hauptinteresse war vielleicht weniger genuin kunsthistorisch, sondern ein stilpsychologisches, welches er als Geschichte der Entängstigung betrieb. Von hier aus lassen sich Assoziationen über Angst und Abstraktion starten. Und als Künstler interessiert mich so etwas stärker als den Kunsthistoriker, weil dieses Amalgam aus Angst und Abstraktion seltsam, schwer verständlich und überraschend daherkommt. Neben den Texten findet ein reger Austausch mit Künstlerinnen statt, die sich in ihren Kunstwerken dem Themenfeld kultureller Transfer oder Abstraktion und Kultur gestalterisch-forscherisch widmen. Hier sei die Künstlerin Judith Raum erwähnt. Sie analysiert den kulturellen Transfer zwischen Deutschland und dem Osmanischen Imperium im 19. Jahrhundert und pickt gerade Muster raus, die Muster, die aus den Teppichen kommen, nach Deutschland wandern, hier irgendwie eingegliedert werden, verändert, dann wieder zurück in die Türkei kommen und dort ebenfalls irgendwie dann ihren Eingang in den Handwerk oder in das Interieur finden. Hier in diesem Vortrag als Anlass der Ausstellung Geschichten im Konflikt wollen wir Bellings stilistischen Ambivalenzen nachgehen. Die vielfältigen ästhetischen und ideologischen Übergänge und Brüche im Werk und Schaffen Rudolf Bellings manifestieren sich nicht erst während seiner Lehrtätigkeit in der Türkei. Sie charakterisieren seine ganze Schaffenszeit. Seine ästhetischen und ideologischen Kämpfe der ersten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts geben einen nahezu vollständigen Querschnitt über die turbulente Kunstgeschichte der Zeit. Belling bleibt nicht innerhalb der Grenzen der Kunst, die sich zu dieser Zeit enorm verschieben, sondern sucht nach gestalterischen Lösungen, die Architektur, Plastik und Malerei vereinen.
In diesem Zuge entstehen atemberaubend schöne Gesamtkunstwerke, wie zum Beispiel die Inneneinrichtung des Tanzcasinos Scala von 1920. Da werden wir mehr Bilder später sehen, oder überhaupt Bilder. Ihm geht es nicht allein um das Kunstwerk, sondern er interessiert sich für Formen der Gemeinschaftsarbeit, der Gemeinschaftlichkeit. Sein Engagement in der Novembergruppe, die die soziale Revolution in Deutschland unterstützen wollten, ist inspiriert von seiner Suche nach künstlerischen Gesamtlösungen. Belling war sich seinen stilistischen Ambivalenzen und Konfliktzonen, die seine Schaffenszeit prägten, durchaus bewusst. Sie sollte aber nicht durch eine stilistische Kohärenz oder durch eine einheitliche biografische Narration neutralisiert werden. 1937 spiegeln seine Konflikte die Widersprüchlichkeit der ästhetischen Ideologien des Nationalsozialismus. Obwohl die Machthaber des Dritten Reiches versuchten, die Widersprüche ihrer kultur- und kunstpolitischen Fragen in einer gigantischen Uniformierung, Gleichschaltung und Einheitsperspektive verschwinden zu lassen. Jetzt kommt der Jingle quasi, den auch eben gerade Frau Brandl erwähnt hat. Und ich möchte zu diesem Jingle, dass er in beiden Ausstellungen zu sehen war, die antipodischer gar nicht sein könnten, noch dazu fügen, dass genau durch diesen Bruch es eine Möglichkeit gab, Brüche in der universalistischen Erzählung der Nationalsozialisten zu sehen. Und damit gebe ich das Wort an dich weiter. Du hast schon alles vorbereitet? Genau, also ich setze genau hier an und zwar genau da an beim Dreiklang, der ja hier so prominent in der Ausstellung oben Geschichten im Konflikt vertreten ist. Für uns war in der Vorbereitung dieses Vortrags der Dreiklang sowas wie ein Kristallisationspunkt dieses Schaffens, dieses frühen Schaffens, der auch eine Art Umbruch markiert, auch im Werk Rudolf Bellings. Als er den Dreiklang 1919 entwarf, zunächst als Gipsplastik, beschwor Belling die Utopie einer Dreieinigkeit der Künste. Das heißt, Malerei, Plastik und Architektur sollten miteinander harmonieren und einander inspirieren. Dieser Traum von der Einheit der Künste war nicht neu, sondern ging eigentlich bis weit in die Romantik zurück. Ungewöhnlich allerdings war daran, dass versucht wurde, eben diese Einheit der Künste oder die Vision des Gesamtkunstwerks in eine abstrahierende Skulptur zu übertragen. Gleichzeitig markiert dieses Werk neben seinem visionären Charakter, die verschiedenen Künste zusammenzuführen, einen Aufbruch in ein radikal verändertes bildhauerisches Verständnis. In Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Skulptur und Raum rang Belling um ganz neue bildhauerische Lösungen. Und das sehen Sie eigentlich sehr schön in dieser Plastik verwirklicht. Und zwar hat ihn vorrangig die Frage interessiert, was ist Raum? Und zwar Raum ist nicht nur das, was die Plastik umfängt, sondern Raum wird erst durch die Plastik gebildet. Und zwar ist Plastik auch der Zwischenraum, das, was wir als Leere empfinden. Er sagte sich dabei von etablierten, sehr dominanten, figurativen Positionen los, die unter anderem von Adolf von Hildebrand formuliert wurden, der ein sehr einflussreiches Buch geschrieben hatte, Das Problem der Form in der bildenden Kunst, 1893. Und in diesem Buch hat er postuliert, dass das plastische Werk augengerecht sein müsse und das heißt, immer auf das zweidimensionale Sehen des Betrachters hingearbeitet sein müsse. Und für jede Skulptur, so Hildebrand, gäbe es einen idealen Betrachterstandpunkt. Und mit diesen Paradigmen hat Belling radikal gebrochen und dachte die Plastik vom Räumlichen, forderte auch vom Betrachter ein räumliches Erfassen. Das heißt, erst in der Bewegung des Betrachters um diese Skulptur wird diese Plastik eigentlich erfassbar, wird auch der Raum erfassbar, der diese Plastik moduliert und den diese Plastik wiederum moduliert. Also es ist wirklich so eine ganz enge Verzahnung von Skulptur und Raum. Rechts sehen Sie Rudolf Belling selbst bei der Arbeit an einer weiteren sehr prominenten Skulpturkopf in Messing, die ja ebenfalls hier im Haus der Kunst zu sehen ist. Die Entstehung der Plastik Dreiklang führt zurück in eine sehr bewegte historische Zeit,
nämlich das Ende des Ersten Weltkriegs, die Beseitigung der Monarchie, die Gründung der Weimarer Republik. All das führte, wie Sie wissen, zu eruptiven Veränderungen. Das bestehende Weltbild, die monarchistische Tradition, hierarchische Gesellschaftsstrukturen, all das wurde radikal erschüttert, in Frage gestellt und fiel innerhalb weniger Wochen in sich zusammen. Belling, wie schon erwähnt, 1886 geboren, war selbst gelernter Modelleur für kleinplastische Dekorationsarbeiten, wie es so schön heißt, und hat sich zunächst autodidaktisch ausgebildet, hat später auch an der Berliner Kunstakademie studiert und was sehr wichtig ist, auch um sein Konzept vom Gesamtkunstwerk zu verstehen, er war in den Künstlerkreisen um den Regisseur und den Intendanten des Deutschen Schauspielhauses Max Reinhardt zu Hause, kann man fast sagen, und das interessierte ihn auch sehr stark, diese Gespräche, das Theater und vor allem auch der Film. Und da verweise ich jetzt mit der nächsten Folie auf dieses Interesse am Film. Und zwar hat Belling 1915 die Maske des Golem, also diese ganze Ausstattung des Golems entworfen. Und Sie sehen hier ein Standbild aus dem zweiten Film, den Paul Wegener 1920 gedreht hat, der ebenfalls Der Golem heißt. Und da würde ich gerne eine kleine Sequenz zeigen, um Ihnen auch zu verdeutlichen, dass Belling auf diesem Feld gearbeitet hat und auch ein ganz wichtiges Thema vorwegzunehmen, und zwar das Interesse am künstlichen Menschen. Sie sehen hier gerade, Sie sehen die Szene, in der der Golem geschaffen wird. Das Ganze spielt in Prag im Umbruch zum 17. Jahrhundert. Und es soll ein künstlicher Mensch aus Lehm geschaffen werden, der hier auch als Retter fungieren soll, denn die Juden sind von Vertreibung bedroht und dieser künstliche Mensch, allerdings hier eben noch aus Lehm geformt, soll ihnen helfen und sie retten. Und Sie sehen, genau, danke. Genau, und es bedarf eines Wortes, um diesen Golem zum Leben zu erwecken. Und man kann ihn dann gleichzeitig danach auch wieder ausschalten, indem man diesen Stern wieder entfernt. Das Wort ist in diesen Stern eingeschrieben oder eingefügt. Hans Pölzig, der Architekt Hans Pölzig, die Filmarchitektur mitverantwortet hat. Das heißt, dieser Film stellt eigentlich auch an sich ein Gesamtkunstwerk dar, wie eigentlich jeder Film, weil ja so viele daran beteiligt sind, also Ausstattung, Regie, Musik.
Ja, bei Belling ist gegen Ende der 10er Jahre feststellend, dass er sich einerseits sehr stark mit dem Expressionismus auseinandersetzt und dann andererseits auch kubisch stilisierte Kleinplastiken formuliert, in denen er Themen wie Erotik, Tanz, Kampf formuliert. Doch erst das Erlebnis des historischen Umbruchs nach Ende des Ersten Weltkriegs und die Beteiligung am Arbeitsrat für Kunst und der Novembergruppe, alles Gruppierungen, die sich eigentlich auf den Trümmerfeldern des Ersten Weltkriegs im übertragenen Sinne finden, und zwar in zerstörten Städten. Das heißt, die Künstler merken, eine Zeit ist zu Ende gegangen, wir wollen jetzt etwas Neues, wir möchten Aufbruch. Erst in diesen verschiedenen Gruppierungen findet Rudolf Belling zu seiner Formsprache, die dann letztendlich in den Dreiklang mündet. Die Novembergruppe hat sich schon kurz nach Ausrufung der Weimarer Republik gegründet, 1918, und unter den Gründungsmitgliedern beider Vereinigungen, also Arbeitsrat für Kunst und Novembergruppe, war Belling. Neben ihm Maler wie Max Pechstein, César Klein, Architekt Erich Mendelssohn. Und man strebte die Vereinigung der Künste, Malerei, Plastik und Architektur an. Der Gedanke dieses Gesamtkunstwerks basierte auf dem Leitbegriff der Raumkunst und wurde schon von Valot, Schumacher, Fritz Schumacher oder Gurlitt propagiert, bereits um die Jahrhundertwende um 1900. Es gibt bahnbrechende Ausstellungen wie die große Kunstausstellung in Dresden von 1906, wo man um diesen Begriff des Gesamtkunstwerks ringt. Es folgen Bruno Tautz Schriften vor dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, und auch Franz Marc hat über das Gesamtkunstwerk reflektiert innerhalb des Blauen Reiters. Sehr wichtig ist natürlich Walter Gropius, der mit im Arbeitsrat für Kunst war, diese Vereinigung mit begründet hat, der schon in seinen Bauhaus-Manifesten seine Gedanken zum Gesamtkunstwerk formuliert hat. Also ich zitiere: Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird, Architektur und Plastik und Malerei. 1919 heißt es in der Zeitschrift der Cicerone, der Arbeitsrat betrachtet den Zusammenschluss der geschlossenen Arbeitsgemeinschaft angehörenden Künstler auf der Basis einer gemeinsamen Ausarbeitung eines umfassenden utopischen Bauprojekts, das in gleichem Maße architektonische wie plastische und malerische Entwürfe umfassen soll. Und diese Gedanken und Ideen führen bei Belling zu einer Art Architektonisierung seiner Skulpturen. Und der Dreiklang, und Sie sehen hier den Dreiklang, eine Zeichnung auf einem Ausstellungskatalog der Novembergruppe. Der Dreiklang sollte eigentlich vermutlich eine Bühne sein, eine 6 Meter hohe Bühne, die für musikalische Aufführungen moderner Komponisten gebaut werden sollte. Und zwar von Komponisten wie Paul Hindemith, Arnold Schönberg und Igor Strawinsky. Und damit ergibt sich eine weitere Erklärung für den ungewöhnlichen Titel der Skulptur, also nicht nur der Dreiklang der Künste, sondern auch eine Anspielung auf den musikalischen Klang. Ganz sehr wichtig ist, dass Belling eigentlich seit 1919 mit vielen Architekten zusammenarbeitet, das heißt, diese Idee vom Gesamtkunstwerk auch praktiziert. Er beginnt eine Zusammenarbeit mit den Brüdern Wassily und Hans Luckart, mit Bruno und Max Taut, Arthur Korn und Walter Würzbach, mit dem er dann 1918 die Einrichtung der Villa Gurlitt gestaltete. Und Sie sehen hier zwei Aufnahmen, die Ihnen den Eindruck aus dieser Villa Gurlitt vermitteln können. Rechts ein Brunnen, links das Schlafzimmer. Da sehen Sie wirklich, wie die Künste ineinander greifen. Also wie hier auch Skulptur Raum bilden kann und auch kein Unterschied mehr zwischen Architektur, Skulptur, Malerei gemacht wird. Sehr beeindruckend, und das hat Gürsoy schon erwähnt, ist das Scala Tanzcasino. Da war Rudolf Belling für die Deckengestaltung und einen Brunnen zuständig. Dieser Scala Tanzcasino wurde sehr umfassend auch in zeitgenössischen Publikationen präsentiert. Zum Beispiel im Kunstblatt hat Paul Westheim darüber geschrieben. In der Gestaltung der Decke, da sehen Sie rechts einen Ausschnitt, betonte Belling das Kristalline. Die prismatischen Formen schließen an viele Architekturutopien jener Jahre an. Und als Beispiel, ich
hätte ihn viel mehr mitbringen können, ist zum Beispiel sehr wichtig der Briefwechsel Gläserne Kette, den Bruno Taut angeregt hat, wo er von einer Überformung der Alpen geträumt hat und von Glas, was auf diesen Spitzen positioniert sein sollte. Zu nennen wäre zum Beispiel auch Paul Schebert, der in seinen Theorien über Glasarchitektur formuliert hat. Oder auch oben habe ich Ihnen so einen kleinen Holzschnitt von Oskar Fischer mitgebracht, auch aus dem aus einer Zeitschrift der Novembergruppe. Das heißt, das Kristalline, die Zersplitterung scheint in dieser Zeit eigentlich fast Symbol für die unbändige revolutionäre Kraft des Aufbruchs zu sein. Interessant fand ich auch einen Brunnen, den Belling für Haus Goldstein gemeinsam mit dem Architekten Arthur Korn entworfen hat in Berlin-Grünewald, der leider zerstört wurde. Sieht man, dass dieser Brunnen so an die futuristische Idee einer bewegten Plastik anschloss. Seine Zusammenarbeit mit Architekten führte zu sehr großer Kreativität, aber er hat eigentlich parallel die ganze Zeit immer auch an seinen eigenen Skulpturen, an seinen unabhängigen Skulpturen gearbeitet. Und machte sich in den 20er Jahren einen Namen als Bildhauer. Sehr wichtig war natürlich die Skulptur Dreiklang, dann aber auch Skulpturen wie Kopf in Messing links zu sehen oder Skulptur 23 auf der rechten Seite und ein Porträt von Alfred Flechtheim. Also Belling war in den 20er Jahren sehr populär, was man daran sehen kann, dass er in Hans Köhlis Film Schaffende Hände von 1925 bei der Arbeit porträtiert wurde. Ich wollte Ihnen hier auch einen Ausschnitt zeigen. Auch Elisabeth Weber-Belling hat sich bemüht, es ist uns nicht gelungen. Dieser Film ist noch nicht digitalisiert, wurde auch sehr spät wieder aufgefunden. Das Interessante an dem Film ist, dass er sehr auf die Hände fokussiert, das heißt, die Hände der Künstler bei der Arbeit, die Hände werden fast unabhängig vom Körper gezeigt und nur das Objekt entsteht durch die Arbeit, die pure Arbeit, durch die Hand. Und man soll eigentlich sehen, wie diese Objekte wachsen, wie sie entstehen, wie sie formuliert werden. Und hier ist nur ein solches Standbild zu sehen. Für mich schließt sich mit dem Kopf in Messing, aber auch mit der Skulptur 23, auch ein Kreis zum Golem, weil ich denke, dass man in diesen Plastiken auch einen Reflex auf zeitgenössische Diskurse um den künstlichen Menschen sehen kann, die Mensch-Maschine, wie sie später auch von Fritz Lang in der Figur der Doppelfigur, also in der Doppelfigur Eva Maria, der Hauptdarstellerin in seinem Science-Fiction-Film Metropolis, aufgegriffen wurde. Ich denke, da sind Diskurse sehr aktuell gewesen, die sowohl Belling inspiriert haben als auch Fritz Lang. Und für mich sind da sehr viele Parallelen zu sehen. Ja, mit seinem Kopf in Messing, der in diesem Haus der Kunst hier in der Ausstellung Geschichten in Konflikt zu sehen ist, lässt sich eine Hinwendung zum Figurativen und Porträthaften feststellen. Hier sieht man auch rechts eine Fotografie, die Toni Frieden zeigt, die erste Frau von Rudolf Belling, die diesen Kopf in Messing fast zärtlich umarmt. Und es entstehen in der Folge auch immer mehr figurative Arbeiten. Das heißt, ich würde aber nicht sagen, dass es eine Abwendung von der Abstraktion ist. Es ist ein sehr wichtiger Strang in Bellings Arbeiten. Und das werden Sie später auch sehen, der immer wieder auch zum Tragen kommt. Gleichzeitig sind Plastiken wie Kopf in Messing, Dreiklang oder auch das Bildnis Alfred Flechtheims, was Sie links sehen, retrospektiv, also aus unserer Warte durchaus politisch zu lesen. Bellings Dreiklang und sein Kopf in Messing wurden in der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt, als Beispiel einer degenerierten Kunst. Eine zweite Fassung des Kopfs in Messing aus dem Folkwang Museum Essen wurde 1937 eingeschmolzen. Der Kunsthändler Alfred Flechtheim, den Belling 1927 sehr eigenwillig porträtierte, Sie sehen ihn rechts in einer Aufnahme von 1928, floh selbst vor den Nationalsozialisten nach London, wo er 1937 starb. Und jetzt übergebe ich dir wieder das Wort. Danke.
Am 18. Juli 1937 wird das Haus der Kunst eröffnet. Und mit ihr beginnt eine jährlich abgehaltene Verkaufsausstellung, die sogenannte Große Deutsche Kunstausstellung. 1944 findet sie zum letzten Mal statt. Künstler wurden zu der ersten Ausstellung bereits 1936 mit schriftlichen Einladungen zur Teilnahme aufgefordert. Später folgten öffentliche Aufrufe über verschiedene Kanäle, von Kunstzeitschriften bis Tageszeitungen. Ein weiteres Mal wurde der Kreis der Bewerber vergrößert. Im Ausland lebende deutschstämmige Künstler wurden ebenfalls zur Teilnahme zugelassen. Die Resonanz fiel sehr hoch. 15.000 Werke wurden eingeschickt. Anfang Mai 1937 sucht die 12-köpfige Jury unter dem Vorsitz von Adolf Ziegler die Kunstwerke für die Ausstellung aus. Hier sieht man ein Gruppenfoto. In der Mitte, der Mann mit der Schleife, ist Adolf Ziegler. Die Informationen und Bilder stammen aus der Publikation von Frau Brandl. 6 Wochen vor der Ausstellung lehnt Adolf Hitler wütend die Auswahl ab, dem die letzte Entscheidung vorbehalten war. Er beauftragt Heinrich Hoffmann, seinen Leibfotografen, mit dem er einen ähnlichen Kunstgeschmack teilt, mit der Auswahl der Werke. Mit dieser Propagandaausstellung will man die Ausrichtung der Kunst im Nationalsozialismus festlegen. Eine in sich geschlossene, homogene, stringente Kunst- und Kulturpolitik wird formuliert, um interne Widersprüchlichkeiten auszulöschen. Diese Homogenität wird nie erreicht. In der Eröffnungsrede, das Bild ist von 1939, ich habe das noch extra draufgeschrieben, es geht natürlich nur darum, so zu verstehen, wie die Rede im Haus der Kunst inszeniert war, spricht Hitler nicht nur über das nationalsozialistische Verständnis von der deutschen Kunst, sondern diffamiert die Kunst der letzten Jahrzehnte in Deutschland, wie Kubismus, Dadaismus, Futurismus, Impressionismus, und holt aus, um die Avantgarde zu zerstören. Zu dieser Ausstellung hatte sich Gabriel Münter beworben, wurde aber nicht zugelassen. Christian Schad zeigte 2 Werke, hier ein Werk, das ist Isabelle. Und Rudolf Belling ist mit der Bronzeskulptur von Max Schmeling vertreten. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits in Istanbul, die sowohl von der 12-köpfigen Jury als auch dann in der nächsten Instanz von Heinrich Hoffmann als passend empfunden wurde. Im Saal 36 war die Schmeling-Skulptur zu sehen. Sie befindet sich in dem ersten Obergeschoss, in der Galerie über dem Rednerpult von Hitler, wo jetzt die Installation von Christian Philipp Müller zu sehen ist. Damals war sie nicht zugemauert und ermöglichte den Blick auf die Mittelhalle, die früher Ehrenhalle hieß. In dem Parcours von Christian Philipp Müller gibt es halt so einen Bruch. Also das, was hier zugemauert ist, da wurden so kleine Löcher geschaffen. Also man kann quasi auf die Ehrenhalle halt so gucken, für die Dauer dieser Ausstellung. Installationsansichten der Statue der Boxer Schmeling war nicht aufzufinden, aber ein Blick auf die Ansichten der folgenden Ausstellung im Saal 36, folgt immer so dem gleichen kuratorischen Prinzip. Das ist jetzt nicht sehr überraschend, was da so passiert. Es sind immer gleiche Konstellationen mit verschiedenen Kunstwerken. Könnten eine Idee geben, wie Bellings Werk in der Ausstellung platziert war. In der gesamten Zeit der großen deutschen Kunstausstellung wurden 4 verschiedene Boxerskulpturen gezeigt und fast alle im Saal 36. Nur einer dieser Skulpturen ist personalisiert, und zwar die von Belling. Die Vermutung liegt nahe, dass die Nationalsozialisten sich nicht für Belling als Künstler interessierten, sondern Max Schmeling in der Ausstellung für ihre Propagandazwecke nutzen wollten. Der die Skulptur nicht an den verhassten Aspekt der neuen Sachlichkeit erinnerte, fand ihre Aufnahme in die Ausstellung. Am 19. Juni 1936, gut ein Jahr bevor die erste große deutsche Kunstausstellung eröffnet wurde und 1,5 Monate bevor die Olympischen Sommerspiele in Berlin starteten, steht Max Schmeling im Ring mit Joe Louis um ein Ausscheidungsmatch im Yankee Stadium New York. 2000 Journalisten drängen sich auf 700 Plätze. Obwohl eine beeindruckende Zahl von 40.000 Menschen zum Match kommen, ist das Stadion, das 70.000 Menschen fassen kann, bei weitem nicht ausverkauft. Unter anderem auch, weil verschiedene jüdische Organisationen zum Boykott aufgerufen haben.
Im Kontext biologistisch-sozialdarwinistischer NS-Ideologie wurde aus dem Kampf eine Chiffre für den existenziellen Lebenskampf schlechthin. Hier boxten nicht nur Joe Louis, der zu einem Idol und Symbol der Emanzipation für die ausgegrenzte und diskriminierte afroamerikanische Bevölkerung in den USA wurde, gegen Max Schmeling, der schon in den 20er Jahren die Sozialfigur eines Stehaufmännchens verkörperte, das sich nicht unterkriegen lässt. Hier wurde aus dem Wettkampf aus Sieg und Niederlage, Jubel und Verzweiflung ein Austragungsort politischer und gesellschaftlicher Polaritätskonstrukte. Zur Ideologie einer geistigen, moralischen und technischen Überlegenheit der weißen Rasse mit rassistischen Stereotypen wurde Louis entmenschlicht. Instinkt versus Intellekt, Natur versus Zivilisation, Wildheit versus Technik. Zu Schmelings Sieg drehten die Nationalsozialisten binnen einen Monat einen Propagandafilm. Max Schmelings Sieg, ein deutscher Sieg. Sein Sieg wurde zum Inbegriff des erstarkenden Deutschlands stilisiert, das sich aus der feindlichen Umklammerung befreit. Diese Popularität nutzten die Nationalsozialisten für ihre Propagandazwecke. Schmeling ließ es mit sich machen. 2 Jahre später, am 22. Juni 1938, folgte der Rematch, erneut im Yankee-Stadion, diesmal ausverkauft. In nur etwa 2 Minuten verliert Schmeling diesen Kampf. Dieser Rückkampf ist von den USA ebenfalls stark politisiert. Schmeling gilt als Nazi-Krieger, der amerikanische Sieg als Sieg der Demokratie, während die Nationalsozialisten über das Propagandaministerium versachlichende Presseanweisungen geben. Zitat: Das Ergebnis darf nicht so hingestellt werden, als ob Deutschland einen Prestigeverlust erlitten habe. Schmeling ist nicht Deutschland. Es handelt sich nur um die Niederlage eines Boxers. Das Boxen selbst war in Deutschland nicht mit dem Faschismus belegt. Nach dem Ersten Weltkrieg erfuhr der Boxsport eine enorme Aufwertung. Es wurde aus seiner Illegalität rausgeholt und erstmal über Sportverbände organisiert. Wurde das Boxen in weiten Kreisen vom Ersten Weltkrieg als brutal, barbarisch und unzivilisiert degradiert, verwandelt es sich angesichts der ungezähmten Kräfte der Kriegsmaschinerie in den 20er Jahren zu einer würdevollen Form des Kampfes, der direkt und körperlich ausgetragen wurde. Also im direkten Kontrast zu den Erlebnissen des Ersten Weltkriegs, das als eine martialisch unkontrollierbare und körperlose Kriegsmaschinerie erfahren wurde. Hier konnte die physische Energie des Einzelnen nichts bewirken. Nach dem Krieg bot der Boxring den stellvertretenden Kampf Mann gegen Mann und produzierte Helden, die der Krieg nicht hervorbringen konnte. Der Boxring stellte den Mann und seinen Körper buchstäblich ins Rampenlicht. Der nackte Körper und der ehrenvolle Krieg wurden in einer antiken Manier mythologisiert. Kurzum, der Boxer wurde zum Ideal des modernen Mannes stilisiert, rational, selbstbeherrscht, mutig, stark und attraktiv. Und Max Schmeling war die ideale Verkörperung dieses Ideals. Neben den vielen Prominenten, die sich fürs Boxen interessierten oder boxten, Bertolt Brecht, Robert Musil, Marlene Dietrich, Ernest Hemingway, George Grosz, kritisierten andere Prominente wie zum Beispiel Hanna Höch, Karl von Ossietzky, Kurt Tucholsky, allerdings kaum hörbar, die Boxbegeisterung als geistfeindlichen Kult um Körper, Kraft und Männlichkeit. Alfred Flechtheim, Galerist, unter anderem von George Grosz, aber auch von Arno Breker. Jetzt kommt ein Déjà-vu. Kunstsammler, Verleger und einflussreicher Förderer avantgardistischer Kunst ist obendrein auch ein Liebhaber des Boxsports. Flechtheim machte die Boxidole und ihren Sport nicht nur in der bürgerlichen Gesellschaft salonfähig, sondern er animierte eben auch Rudolf Belling, die großen Boxer jener Jahre, zum Thema ihres künstlerischen Schaffens zu machen. 1921 gründete er das Zeitgeist-Magazin Der Querschnitt. Hier so verschiedene Cover. In dem die moderne Literatur Hemingway, Proust, Joyce und Kunst, Picasso, Léger, Chagall bewarb und dort das Boxen
zum Beispiel mit Boxreportagen, Fotos von Mittelgewichtsboxern aufpeppte. Vielleicht haben beauftragt George Gross Max Schmeling nach dem Titelgewinn 1926 der deutschen Meisterschaft im Halbschwergewicht zu malen. In dieser Zeit stiegen Schmelings Popularitätswerte. Er hatte seine erste kleine Filmrolle. George Gross, das Gemälde trägt den Titel der Boxer Max Schmeling. Gross verzichtet auf eine Ausdeutung des Raums. Er stellt Schmeling mit nacktem Oberkörper und dem blauen Meisterschaftsgürtel vor einem leeren Hintergrund dar. Im Zentrum des Bildes ist die legendäre schwere rechte Hand des Boxers. Eine Entwicklung zu der Skulptur der neuen Sachlichkeit zeichnet sich entlang des Boxmotivs ab. Eine Skulptur aus dem Jahre 1927 von dem Künstler Ernesto de Friori und der Künstlerin René Synthesis. Ein Tipp von dir, die habe ich dann doch gleich mit reingenommen, aus dem Jahre 1925. Auch Belling machte Schmelings Bekanntschaft über Flechtheim. Schmeling wird in einer typischen Boxerpose dargestellt. Seine Kleidung ist letztlich lediglich skizzenhaft angedeutet. Die muskulösen Arme und Beine bewegen sich in einem entgegengesetzten Rhythmus. Der Kopf ist energisch nach vorne gestreckt. Die starken Augenbrauen lassen Schmeling als Person erkennen. Der Härte der Pose wird die geglättet und polierte Oberfläche der Bronze entgegengesetzt. Diese Plastik wird unter anderem 1930 in der Berliner Ausstellung der Sport als Kulturfaktor gezeigt, 1931 im MoMA, 1932 in den Galerieräumen Flechtheims. Belling reicht es 1932 für den Kunstbewerb der Olympischen Spiele in Los Angeles ein. Hierfür erhält er eine ehrenvolle Anerkennung. Eine weitere nicht so bekannte Skulptur Schmelings von Belling zeigt den Boxer in einer ruhigen Pose aus demselben Jahr. In einer knienden Körperhaltung, als wäre er in einer Art Zeremonie der Andacht. 1936 entwirft er für den Auftraggeber ein Medaillon mit dem Boxermotiv. Er wurde neben anderen Medaillons während der Olympischen Spiele in Berlin als Schaufensterdekoration ausgelegt. Der Kampf, die Kampfhaltung, ist ein wiederkehrendes Motiv bei Belling, in dem auch immer Rhythmus und Empfindung anklingt. Diese Kontinuität des Themas zieht sich auch im Wechsel der Formsprache der verschiedenen Kunstbewegungen zwischen 1918 und 1929 durch. Expressionismus, Expressionismus mit dem Dadaismus vereint, Futurismus, neue Sachlichkeit. Ein anderer Grund, weshalb Bellings Schmeling es in die Ausstellung der Haus der Kunst 1937 schaffte, ohne dass die Skulptur zensiert wurde, war, dass die neue Sachlichkeit nicht per se abgelehnt wurde und die Skulptur dem rechten Flügel der neuen Sachlichkeit zugeordnet wurde, also den von den Nationalsozialisten akzeptierten Flügel. Wie für das Boxen stellt für die neue Sachlichkeit der Erste Weltkrieg in mehrfacher Hinsicht ein zentrales Element dar. Unter den Schrecken der Materialschlachten und Stellungskämpfe formten einige der führenden Vertreter des Stils eine veristische Formsprache aus, die bis in die 20er Jahre für die neue Sachlichkeit charakteristisch bleiben sollte. Bedeutende Vertreter der neuen Sachlichkeit wie Otto Dix oder George Gross wurden in der FEMA-Ausstellung entartete Kunst gezeigt und von den Nazis als Expressionisten kategorisiert. Andere Künstler der neuen Sachlichkeit wie Adolf Wissel, Werner Pein, Bernhard Dörries waren in der Propagandaschau im Haus der Kunst mit Gemälden vertreten. Zwei Bilder, die sehr plakativ diese Dichotomie zeigen sollen, ist das Bild von Otto Dix, ein Gemälde von Otto Dix, und ein anderes von Adolf Wissel. Links, rechts. Olaf Peters hat hierfür verschiedene Erklärungen. Zum einen ist die neue Sachlichkeit vielschichtig. Sie darf nicht einseitig als Stilbegriff aufgefasst werden. Sie ist ein Epochen- und Verständigungsbegriff. In dem Zeitraum der Jahre 1900 bis 1930 ist der Terminus gleichermaßen auf die Kunst, die Philosophie, die Politik und die Wirtschaft appliziert worden. Die Kunst der neuen Sachlichkeit hat kein programmatisches Selbstverständnis in Form von Manifesten entwickelt. Der Mannheimer Museumsdirektor Gustav Friedrich Hartlaub, der den Begriff Neue Sachlichkeit für die bildende Kunst geprägt hatte, differenzierte sie bereits 1922 in eine Zweiflügelscheidung. Ich
lese seine Definition vor. Ich sehe einen rechten, einen linken Flügel, der eine konservativ bis zum Klassizismus im Zeitlosen Wurzel fassend, will das Gesunde, körperlich Plastische in reiner Zeichnung nach der Natur. Der andere Flügel, grell, zeitgenössisch, weniger kunstgläubig, eher aus der Verneinung der Kunst geboren, sucht mit primitiver Feststellungssucht und nervöser Selbstentblößungssucht das wahre Gesicht unserer Zeit. Während die prominenten Vertreter des linken Flügels mit Max Beckmann, Otto Dix oder Georg Scholz unter der Herrschaft der Nationalsozialisten von ihren Professorenämtern vertrieben und ins Exil oder innere Emigration getrieben wurden, überführten einige der Künstler des rechten Flügels die neue Sachlichkeit immer stärker in einen neuromantischen oder ideologisch imprägnierten Stil. Die konservativen, traditionellen, ja auch regressiven und antidemokratischen Dispositionen der Vertreter des rechten Flügels konnten sich unter dem Nationalsozialismus entfalten. Wie jetzt schon deutlich wurde, auch gerade nach der Einführung von Frau Brandl, ist der Umstand, dass die Werke Rudolf Bellings im Dritten Reich bipolar rezipiert wurden. Das heißt, wie Sie schon gehört haben, wurde auf der einen Seite der Dreiklang in der diffamierenden Ausstellung Entartete Kunst gezeigt, auf der anderen Seite, wie Gürsoy Dota schon ausgeführt hat, Max Schmeling, zeitgleich im Haus der deutschen Kunst als Exponat oder als Bedeutungsträger einer systemkonformen deutschen Kunst. Abstraktion wurde also innerhalb einen und desselben künstlerischen Schaffens gegen Figuration gestellt und bewertet. Dieser widersprüchliche kunstpolitische Umgang mit Belling wurde propagandistisch verwertet, indem man zum Tag der deutschen Kunst 1937 schrieb, ich zitiere, symbolisch für die Wertung der Sache und nicht etwa des Namens oder der Person, was ja tröstlich für die Hinausgewiesenen sein dürfte, erscheint die Tatsache, dass ein Künstler, der Bildhauer Belling, sowohl im Hause der deutschen Kunst als in der Prangerschau sich befindet. Könnte es ein schöneres Beispiel geben für die kunstkritische Objektivität der neuen Jury und zugleich für den Willen zur Versöhnung mit den Zurechtgewiesenen seitens des Staates? Zitat Ende. Der Reiseschriftsteller Herbert Rittlinger, der in Istanbul mit Belling in Kontakt stand, schreibt über den Bildhauer, auch hier möchte ich kurz zitieren, im Dritten Reich war er ein einmalig kurioser Fall gewesen, denn er war sowohl in der berühmten Ausstellung Entartete Kunst vertreten, die allen Jungen damals entgegen dem Regierungsseits beabsichtigten Zweck eine Offenbarung war, weil sie endlich einmal die Originale, wenn auch miserabel gehängt und aufgestellt, sehen konnte, wie auch in der berüchtigten offiziellen ersten großen deutschen Kunstausstellung im neuen Münchner Haus der Kunst. Zu Ehren Bellings muss ich hinzufügen, es lag am Motiv. Seine Büste des populären Meisterboxers Max Schmeling war eins der wenigen Glanzstücke der offiziellen Ausstellung, wie sein Dreiklang Glanzstück der künstlerisch ungleich bedeutenderen Entarteten war. Zitat Ende. Ja, die große deutsche Kunstausstellung sollte, wie Sie schon gehört haben, einen repräsentativen Querschnitt durch das offiziell anerkannte deutsche Kunstschaffen bieten. Und wir wissen heute, dass Belling gleich zwei Arbeiten einschickte, und zwar ist eine Anmeldung überliefert oder erhalten, und er erhielt auch im Februar 37 ein offizielles Dankeschreiben vom Haus der deutschen Kunst, in dem ihm zur ehrenvollen Berufung gratuliert wurde. Man weiß also, dass durch diese Briefwechsel, dass Belling von dieser Beteiligung an der großen deutschen Kunstausstellung gewusst hat. Zwei Werke sollten nach Willen des Künstlers im Haus der Kunst ausgestellt werden, und zwar das Bildnis Georg Herschensteiner von 1932 und eben der Max Schmeling. Aber nicht beide Plastiken wurden gezeigt, und man kann nur vermuten, dass einer aussortiert wurde. Vielleicht war es sogar Adolf Hitler selbst, der hier entschieden hat, denn wir wissen, dass er da sehr stark doch in die Auswahl eingegriffen hat.
Und die Einladung von Künstlern wie Belling, Emil Nolde und Barlach zur großen deutschen Kunstausstellung zeigt die Widersprüchlichkeit der nationalsozialistischen Kunstpolitik. Und diese Widersprüchlichkeit sieht man zum Beispiel auch am sogenannten Expressionistenstreit im Sommer 1933. In der NS-Parteispitze, darunter auch Goebbels, rang man damals darum, ob nicht der Expressionismus eine repräsentative nordisch-germanische Kunst sein könne, stellte die Expressionisten gar teilweise als Vorkämpfer des Nationalsozialismus dar. Im September 1933 hat Hitler dann diese Debatte beendet und erklärte alle Protagonisten der sogenannten Verfallskunst, also auch die Expressionisten, zu Kranken und zu Betrügern. Eingelegt in den Katalog der großen deutschen Kunstausstellung war ein rotes Blatt, das den Leser zum Besuch der benachbarten Ausstellung Entartete Kunst einlud, die in den Hofgartenarkaden zu sehen war. Dort waren, wie gesagt, der Dreiklang und auch der Kopf in Messing zu sehen und waren hier sehr exponiert. Nachdem, wie Sie schon gehört haben, doch einige Besucher feststellten, dass Belling auf beiden Ausstellungen vertreten war, wurden der Dreiklang und der Kopf in Messing bereits vor der Inventarisierung aus der Münchner Ausstellung Entartete Kunst entfernt. Dafür rückte dann Ernst Ludwig Kirchners Badende an den Platz von Bellings Werken. Diese Ausstellung Entartete Kunst war ja eine Wanderausstellung. Sie war zum Beispiel unter anderem auch in Hamburg zu sehen. Dort findet man dann wieder eine kleine Belling-Bronze, das sogenannte Horchtier, was vielleicht aus einer Hamburger Sammlung in die Ausstellung Entartete Kunst kam. Es gibt auch noch andere Künstler, die ähnlich ambivalent rezipiert wurden, zu nennen, weil der Name schon fiel, ist zum Beispiel die Bildhauerin René Sintenis, die auf der einen Seite in der Ausstellung Entartete Kunst präsent war, später aber auch zum Beispiel auf der Ausstellung des Kunstdienstes Niederschlesische Kunst vertreten war. Also auch hier gibt es immer diese Bipolarität und gerade das hat uns sehr interessiert, diese unendlichen Grauzonen, das heißt nicht nur das Schwarze und Weiße, gerade in der NS-Kunstpolitik, sondern auch die vielen Graubereiche und auch die Graubereiche in dem Entscheidungsbereich und Entscheidungswillen der Künstler. Ich möchte jetzt zum Dreiklang zurückkehren, denn die Geschichte des Dreiklangs und die Geschichte und seine Rezeption können als wichtiges Beispiel für den Kampf um die moderne Kunst in den 20er bis 40er Jahren gelesen werden. Nachdem Bellings Dreiklang auf der Ausstellung der Novembergruppe gezeigt wurde, folgten verschiedene Ausstellungsbeteiligungen in der Akademie der Künste und in vielen namhaften Galerien, zum Beispiel bei Fritz Gurlitt und natürlich auch in der Galerie Flechtheim. Sehr wichtig war für die Rezeption von Belling und seines Dreiklangs, dass Belling eine Einzelausstellung erhielt, und zwar in dem sehr neu gegründeten Kronprinzenpalais der Nationalgalerie. Der Direktor der Berliner Nationalgalerie, Ludwig Justi, entschloss sich 1919 zur Einrichtung einer Abteilung junger Kunst und konnte sie im vorderen Teil des Kronprinzenpalais unterbringen. Das Ende der Monarchie hatte diese Räumlichkeiten verfügbar gemacht und gleichzeitig die Ankaufspolitik des Museums verändert, denn alle Erwerbungen der Nationalgalerie mussten zuvor vom Kaiser ratifiziert werden. Der Thronverzicht Wilhelms II. Eröffnete also ganz neue Optionen, auch zeitgenössische Kunst zu fördern, museal zu sammeln, museal auszustellen. Innerhalb weniger Jahre hat Ludwig Justi dann eine sehr eindrucksvolle Sammlung aufgebaut von sehr frischer, wirklich zeitgenössischer Kunst und hat ihnen diesen verschiedenen Künstlern auch Ausstellungen gewidmet, darunter Nolde, Kirchner, Klee, Kolbe und Feininger. Lovis Corinth, ein Maler, hat mal 24 gesagt, als Museum für die Kunst der Lebenden ist es einzig dastehend in der Welt. Und es war dann nur eine Frage der Zeit, bis auch Rudolf Belling im Kronprinzenpalais präsent war. Ihm widmete man 1924 eine kleine Einzelausstellung und stellte dort auch die Skulptur Dreiklang aus. Diese Ausstellung polarisierte Publikum und Kritiker. Es gab Proteste, harsche Kritik, aber auch sehr euphorische Rezensionen.
Karl Schäffler kritisierte die Belling-Schau als deplatziert. Für ihn war Bellings Werk voller Widersprüche, der Künstler selbst ein didaktisch denkender Dekorateur, also sehr böse. Und andere, Paul Westheim, war sehr begeistert und hat auch eine entsprechende Kritik im Kunstblatt platziert. Justi bekannte sich zum Bildhauer und seinem Werk und hat es dann auch in seine ständige Sammlung integriert und bestellte im Kontext dieser Einzelausstellung eine Holzfassung der ursprünglichen Gipsplastik, die der Bildhauer noch im selben Jahr aus gebeizten und polierten Birkenholz in einer Höhe von 91 cm fertigte. 1928 erwarb Justi dann zudem den Kopf in Messing. Was ich sehr schön finde, sind solche Ausstellungsfotografien. Man kann sich dann nämlich vorstellen, wie diese Plastiken in dieser ständigen Ausstellung präsentiert wurden. Und zwar zum einen die Inszenierung links von 1930. Da wurde die Skulptur Dreiklang in der Nähe von Gemälden von Willy Baumeister, Oskar Schlemmer, Laszlo Moyniot, Jean Metzinger und Oskar Moll platziert und damit in einen Kontext des Aufbruchs in die Abstraktion gestellt. Gelobt wurde von der Kritik, und Sie sehen den Kopf in Messing da oben rechts, wurde vor allem dieser neu erworbene Messingkopf von Rudolf Belling gelobt als, ich zitiere, das Beste, was dieser Bildhauer je hervorgebracht hat. In einer neuen Konstellation rechts sehen Sie, dass die Plastiken im Dialog mit Bildern von Lionel Feininger präsentiert wurden. Und das ist sehr schön, wie dann immer neue Zusammenhänge aufgebaut werden, also dialogische Konstellationen hier. Zu Beginn der 30er Jahre besaß Belling bereits Reputation weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Er war 1930 vertreten im Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig und war interessant ist, dass sein Kopf in Messing und Max Schmeling 1931 im Kunsthaus Zürich zusammen ausgestellt waren und Gößoy hat es erwähnt, auch im Museum of Modern Art zu sehen waren und da hat vor allem der Schmeling aufrichtige Begeisterung gefunden, also hymnische Kritiken, wenn man sie sich mal durchliest, in den USA. Ich denke auch da die Begeisterung für den Boxsport und das Idol Schmeling. Ja, gleich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten hat man auf diese Nationalgalerie und vor allem Kronprinzenpalais reagiert. Das heißt, Ludwig Justi wurde von seinem Posten als Direktor der Nationalgalerie entbunden und in die staatliche Kunstbibliothek versetzt, also quasi abgestellt. Justis Nachfolger waren vor allem um Schadensbegrenzung bemüht und wollten eine Schließung dieser neuen Abteilung verhindern. Das heißt, man hat sich selbst zensiert, ohne dass Anweisungen da waren, wurden dann Werke entfernt. Darunter auch Bellings Werke, die man zeitweise aus der ständigen Ausstellung entfernt hat, aber auch Schlemmer und Kandinsky. Eklats sollten von vornherein ausgeschlossen werden. Es gab dann auch eine Zeit der relativen Ruhe, Sie wissen es alle, Olympia 36 in Berlin, da wollte man das Gesicht wahren und hat sich auch zurückgehalten in der Kunstpolitik. Doch noch während der Berliner Olympiade, als sich ein internationales Publikum dort noch befand, hat man beschlossen, den Kronprinzenpalais endgültig in den Griff zu bekommen und die obere Etage mit den Expressionisten wurde dann am 30. Oktober 36 auf ministeriale Anordnung geschlossen. Direkt darauf wurde dann eine Kommission gegründet, die sich mit der Säuberung der Museen befassen sollte. Unter Federführung des Präsidenten der Reichskammer, der bildenden Künstler Adolf Ziegler, wurden etwa 5.300 Werke aus öffentlichen Sammlungen beschlagnahmt. Bestimmend und wegweisend für die Beschlagnahmung war die von Wolfgang Willrich 37 publizierte Kampfschrift Säuberung des Kunsttempels. Da waren Werke gelistet und da findet sich zum Beispiel auch Rudolf Belling als jemand, dessen Werke man aus den öffentlichen Sammlungen entfernen soll. Daraufhin wurde am 7. Juli 37 wurden die Plastiken Bellings aus dem Kronprinzenpalais beschlagnahmt und das waren auch die Plastiken, die dann letztendlich in die entartete Kunstausstellung überführt wurden. Und Sie müssen sich vorstellen, 7. Juli 37 beschlagnahmt,
19. Juli 37 fand schon die Eröffnung statt, also ganz wenig Zeit. Man wusste eigentlich erst teilweise nur kurz vorher, welche Objekte nun zu sehen waren. Die ganze Ausstellung, und deshalb ist es eigentlich noch viel interessanter, sich die Dramaturgie dieser Ausstellung anzugucken, die natürlich sehr didaktisch inszeniert war und einen propagandistischen Impetus hatte. Das heißt, die breite Masse des Volkes sollte ästhetisch und politisch erzogen werden, und zwar nach dem Willen Goebbels sehen und erkennen lernen. Sehr, sehr wichtig in der Rezeption jetzt sind diese verzerrenden polemischen Schrifttafeln, die die ausgestellten Werke diffamierten. Die moderne Kunst, in der nationalsozialistischen Terminologie als Verfallskunst deklariert, sollte als wüste Produktion sogenannter Entarteter gelten. Diese Ausstellung prangerte den allgemeinen Sittenverfall in der Zeit der Weimarer Republik zum Beispiel an und auch davor, also in den letzten Jahren der Kaiserzeit, prangerte das Menschenbild jener Jahre an und zeigte angebliche stilistische Verzerrungen oder bizarre Verformungen, die zu bizarren Verformungen geistiger und körperlicher Schönheit degradiert wurden. Und Sie sehen hier, wie diese Werke ausgestellt waren, also zum Beispiel hier den Dreiklang von Belling und zwei weiter sehen Sie auch den Kopf in Messing. Beide Werke wurden im dritten Raum ausgestellt, der neben dem Expressionismus der Abstraktion gewidmet war. Über den Plastiken prangt an der Stellwand der Spruch, ich zitiere, Sie sagen es selbst, wir tun so, als ob wir Maler, Dichter oder sonst was wären, aber wir sind nur nichts als mit Wollust frech. Wir setzen aus Frechheit einen riesigen Schwindel in die Welt und züchten Snobs, die uns die Stiefel abschlecken. Dieses zweckentfremdete Zitat aus einem Künstlermanifest von 1915 sollte in seiner nachlässigen Verschriftlichung, also manuell in Wellenlinien angebracht, Sinnbild der unprofessionellen Verhöhnung wahrer Kunst und Kultur sein. Die bewusst chaotisch gehaltene, aggressive Wort- und Bildkombination zeigte Wirkung. In nur 4 Monaten besichtigten über 2 Millionen Besucher die entartete Kunstausstellung. Danach wanderte sie. Interessant ist, was dann mit den Werken geschehen sollte. Ein Teil sollte verbrannt werden im Hof der Hauptfeuerwache zu Berlin. Andere Werke, denen man eine internationale Verwertbarkeit apostrophierte, kamen entweder in die Versteigerung oder sollten über deutsche Kunsthändler vermarktet werden. Bellings Dreiklang und sein Kopf in Messing aus der Berliner Nationalgalerie entgingen zwar der Verbrennung, sie gingen in den... Sie wurden dem Güstrower Kunsthändler Bernhard A. Böhmer übergeben, der die beiden Berliner Werke 39 in Kommission nahm. Der Dreiklang wurde mit einem Taxwert von $50 eingeschätzt. Die Spuren der beiden Belling-Arbeiten verloren sich dann in Güstrow. Ihr Verbleib blieb zunächst unbekannt. Und Gürsoy hat mir auch noch gestern, glaube ich, unten die Fotografie zugemeldet, wo man rechts Hitler sieht, der fast erschrocken natürlich nicht nur auf den Dreiklang sieht, aber wie zur Salzsäule erstarrt dort steht angesichts dieser bösen Werke. Belling selbst war 1937, als die Münchner Ausstellungen eröffnet wurden, bereits seit einigen Monaten in der Türkei. Ihm war bewusst, dass er im nationalsozialistischen Deutschland keine große Zukunft mehr hatte. Er erhielt nur noch kleinere Aufträge. Dazu muss man wissen, dass er in den 20er Jahren viele Aufträge auch von Gewerkschaften erhalten hatte oder von der Sozialdemokratischen Partei. Die fielen natürlich nun alle weg durch den politischen Kurswechsel. Die Akademie der Künste legte ihm 1937 den Austritt nahe und Belling, der inzwischen bereits in der Türkei lebte, antwortete knapp per Telegramm, erkläre Austritt Belling. Auf Empfehlung des Architekten Hans Pölzig, also der auch die Filmarchitektur für den Golem geschaffen hatte, auf Empfehlung von Pölzig lud das türkische Bildungsministerium den Bildhauer in die Türkei ein. Seit Januar 37 stand er der Bildhauerabteilung an der Akademie der Schönen Künste in Istanbul vor. Ja, was passiert dann? Ich denke, da wird Gürsoy jetzt gleich auch noch ausführlicher drüber sprechen. Ich möchte nur noch anfügen, warum ging er überhaupt in die Türkei? Und zwar war auch da ja ein Systemwechsel. Und zwar
An der Seite des Deutschen Kaiserreiches hatte man den Ersten Weltkrieg verloren. Das Osmanische Reich erlebte seinen Niedergang und 1923, es folgte Revolution, es folgten Binnenkriege, Kämpfe um Territorien und 1923 wurde dann die Türkische Republik ausgerufen. Ziel war dort, es gab dann die fünf kemalistischen Säulen, aber ein Ziel war die Professionalisierung von Kultur und Wissenschaft, das heißt die unabdingbare Modernisierung der Gesellschaft. Man brauchte dazu Spezialisten, die die nächste Generation türkischer Künstler, Wissenschaftler anleiten und ausbilden sollte. Und einer dieser Spezialisten war dann eben Rudolf Belling und neben ihm wirkten Bruno Taut und Martin Wagner, also der Architekt Bruno Taut mit der gläsernen Kette, der Städtebauer Martin Wagner, der Stadtplaner Gustav Oelsner, das Architektenpaar Margarete Schütte-Lihotzky und Wilhelm Schütte zum Beispiel in der Türkei. Anders als in Westeuropa oder im Nachbarland Griechenland konnte man in der Türkei nicht auf eine ganz weit zurückreichende Tradition der Bildhauerei zurückblicken, die erst mit den Reformen der republikanischen Regierung lanciert werden sollte. Das heißt, man brauchte jemanden, der auch technisch fit war, zeigen konnte, wie entsteht eigentlich aus einem kleinen Modell eine große Skulptur, was für Schritte müssen da beachtet werden. Und Ziel war aber, und das hatte sich die türkische Regierung auf die Fahne geschrieben, junge türkische Bildhauer zu Staatskünstlern auszubilden. Das heißt, ihnen beizubringen, Personendenkmäler zu schaffen. Man war also eigentlich dort, wo man sich eigentlich in Deutschland schon längst verabschiedet hatte. Die großen Personendenkmäler sind ja im 19. Jahrhundert zum Beispiel entstanden und auch davor, aber danach wurde es dann, ging es dann mehr in die Abstraktion und oder man hört auch auf, Personendenkmäler zu schaffen. In der Türkei war es genau andersrum. Mit der Republiksgründung hat man sich überlegt, dass man die Ziele der Republik am besten in solchen Denkmälern artikulieren konnte, die in jeder kleinen Ortschaft aufgestellt werden sollten. Belling selbst wurde, so wird es überliefert, das hat mir auch Elisabeth Weber-Belling berichtet, wurde mit dem Dreiklang empfangen. Also man war dort sehr gut informiert. Schüler, zukünftige Studenten hatten jeder so einen kleinen Dreiklang formuliert und zur Begrüßung. Und für Belling war aber ganz deutlich, da konnte er nicht beginnen. Er musste eigentlich sehr weit zurückgehen in die Tradition und für ihn war ganz klar, und deshalb finde ich, ist dieses Foto links aus einer türkischen Zeitschrift jener Jahre entnommen, die Belling bei der Ankunft zeigt, wo er auf so eine Replik antiker Skulptur verweist, als ob er zurück in die Vergangenheit zeigt und sagt, da müssen wir beginnen. Und das war zunächst mal sein Umgang mit dem, was ihm dort begegnete, das heißt zurück in die Tradition, Klassizismus, Antike, das hat ihn interessiert und das ist dann das Ergebnis. Und zwar Arbeiten seiner Schüler, hier sehen Sie von Yavuz Görey das Atatürk-Standbild in Rize, links und rechts von Yavuz Görey und Hakkı Atamoğlu, Atatürk und die Jugend von 1955. Das sind Arbeiten seiner Schüler, das nur kurz schon mal als Ausblick. Ich übergebe jetzt dir. Vielen Dank. Die Gründung der Nation, besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, kennzeichnet sich durch den Prozess gigantischer Uniformierung, die alle Ebenen der Gesellschaft betrafen und damit ebenfalls die Kultur. Nachdem das Osmanische Reich untergegangen war, wurde 1923 die Republik Türkei als Nachfolgestaat gegründet. Viele Reformierungen prägten das erste Jahrzehnt der säkularen Republik. Es ist irgendwie so ein bisschen typisch für die Anfänge, dass man sich für die Avantgarde interessiert, bevor man dann irgendwie so den Schwenk zu etwas ganz, ganz anderem macht. Hier ein Poster von dem polnischen Künstler Mieczysław Czuczka aus dem Jahr 1924, der Kemal Atatürk, der in der Mitte des Bildes ist, mit den Objekten seines Modernisierungsvorhabens zeigt, also quasi die Must-Haves der Modernisierung. Manche von den Reformen fielen sehr radikal aus. Die Schriftreform von 1928 ersetzte die arabische Schrift durch die lateinische. Aus der türkischen Sprache wurden arabische und persische Elemente entfernt. Auch die Kleidung wurde den mitteleuropäischen Erscheinungsformen angepasst. Auffällig ist,
dass sich im Verlauf der ersten 10 Jahre der Modernisierung sich die Türkei in den 30er und 40er Jahren auf den Neoklassizismus fixierte. Ein wichtiger Architekt der Zeit war der Österreicher Clemens Holzmeister, der mit mehr als 10 Hauptaufträgen in Ankara das Stadtbild maßgeblich mit den neoklassizistischen Monumentalgebäuden prägte. Das ist das Revisionsgericht in Ankara, entstanden zwischen 33 und 35. Die Zentralbank entstanden 31, 33. Sehr wichtig, das türkische Parlament, deren Bauarbeiten 1938 begonnen haben. Seine Popularität ist so immens, dass nach ihm in Ankara eine Straße benannt wurde. Ihren Höhepunkt erreichten die Auswüchse des Neoklassizismus durch das Atatürk-Mausoleum in Ankara, welches von den türkischen Architekten Emin Onat und Orhan Arda 1943 begonnen wurde. Viele Studenten von Belling hatten mit Skulpturen und Reliefs zu diesem Anıtkabir beigetragen. Es kommt gleich ein Film. Das ist ein Video, das ich aus YouTube gefischt habe, und das Video ist auch nicht in der vollen Länge. Ich habe jetzt nur die ersten 1,5 Minuten genommen, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie groß die Dimensionen so sind, wie das Gebäude halt aussieht und dass es halt auch um Inszenierungen geht, die man sehr gut bei Staatsbesuchen gehen kann. In dem Video sieht man, wie ein Horn ertönt und die Besucher aufgefordert sind, quasi durch diesen Horn stehen zu bleiben. Aber es ist natürlich keine direkte Aufforderung. Das sitzt in Fleisch und Blut, das weiß man dann halt, wenn man da ist. Danke. So offen man für die ausländische Unterstützung war, gab es immer wieder Auseinandersetzungen, was denn der türkische Stil sein könnte. Einige fanden, dass das damalige faschistische Italien dem Neoklassizismus den richtigen Grad an nationalen Anstrich gegeben hatte. Anfang der 40er Jahre lässt sich in der Diskussion um die nationale Architektur eine Wende verzeichnen, die sich auch auf öffentliche Denkmäler erstreckte. Sowohl die Lehre an den Architekturhochschulen als auch die Planung von wichtigen öffentlichen Projekten erfolgte immer mehr durch türkische Architekten, so wie du es auch schon angedeutet hast und ausgeführt hast. Dieser Mentalitätswechsel betraf auch die Bildhauerei. Bellings erste Jahre fielen in diese Schwerpunktverlagerung. Konsens in den öffentlichen Aufträgen zur Bildhauerei war die repräsentative Skulptur. In den ersten 10 Jahren der Republik waren die Bildhauereien mal in der Nähe zum römischen Herrscherbild, mal der nationalen Denkmalskultur des 19. Jahrhunderts oder aber heroischer Monumente im Sinne faschistischer Diktaturen. Vor 1936 fingen im Bereich Bildhauer bereits 3 ausländische Künstler, Heinrich Krüppel, Pietro Canonica und Josef Torak, an Anschluss an die europäischen Werte und Normen im Bereich Bildhauerei herzustellen, die im Dienste des Staates stand. Zum einen ging es um die Umsetzung des staatlich geförderten Bildprogramms, kemalistische Siege und Errungenschaften sowie die Persönlichkeit Atatürks. Man wollte den Paradigmenwechsel des Herrschaftssystems sichtbar in der Öffentlichkeit verankern und hiermit auch das Verständnis von Öffentlichkeit verändern. Während sich im Sultanat Malerei und Skulptur aus theologischen Gründen nur vermindert entwickeln konnte, fehlt es an qualifizierten inländischen Fachkräften, die sich als Werkzeug zur Reformierung eigneten, um westeuropäische Werte und Normen anzuschließen. Wie schon erwähnt, siedelt Belling 36 nach Istanbul über. Zu diesem Zeitpunkt ist er 50 Jahre alt. Sein pädagogisches Ziel war es, den Künstler zur Autarkie zu verhelfen, sodass sie die Projekte zumeist staatlicher Aufträge ohne ausländische Hilfe umsetzen konnte. Das ist auch das, was du erzählt hast. Also ich finde, nach unseren heutigen Kriterien ist das natürlich irgendwie eine Form von Bevormundung. Er entwickelte ein Curriculum, setzte den räumlichen Ausbau der Arbeitsräume durch. Es wurden mit Aktenmodellen gearbeitet, die in der osmanischen Türkei verboten waren. Primär sollten die Künstler zur Autarkie erzogen werden.
Vorgaben, Verantwortlichkeiten und Loyalitäten, die ein Teil der Erwartungshaltung an die ausländischen Fachkräfte war, verstärkte sich im Fall von Belling, der die zukünftigen Bildhauer und damit die potenziellen Auftragnehmer für staatliche Projekte ausbildete. Zusätzlich befindet er sich im Exil und hat dort den Status eines Gastes. In diesem Status changiert das Verhältnis zur Gastgebergesellschaft zwischen Affirmation und der kritischen Distanz zur Gesellschaft. Er entscheidet sich für eine Unterscheidung in seinem Schaffen zwischen Auftragsarbeiten und persönlichen Werken. Dabei kommt es zu einem großen visuellen und ideologischen Spagat. Seine ersten 6 Jahre in der Türkei sind durch ein affirmatives Verhältnis gekennzeichnet, für das er nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland kritisiert wurde. Ein Anlass war das Reiterstandbild für İsmet İnönü. Hier sieht man Belling noch nicht. Das İsmet İnönü ist der Mann links außen, der auf sein eigenes Reiterstandbild guckt. Das ist Rudolf Belling, lachend mit İsmet İnönü und in seinem Arbeitskittel. Er war der erste Ministerpräsident und der zweite Präsident der Türkei. Neu erlassene Gesetze untersagten die Aufstellung von Denkmälern noch lebender Personen. Das Reiterstandbild, welches Belling zwischen 41 und 44 fertigstellte, wurde erst 1982, also lange nach dem Tod von Belling, vor İnönüs Wohnung aufgestellt. Das Reiterstandbild zeigt im neoklassizistischen Stil İnönü mit Uniform und Mantel. İnönüs Haltung und Attribute vermitteln eine Aura von stiller Größe und ernsthafter Einfalt, sowie Triumph und eine majestätische Überlegenheit. Ein Wortlaut eines Telegramms von Atatürk an İnönü ist am Sockel zu lesen, zu seinem Sieg über die Griechen. Vor dem Sockel, unterhalb der Reiterstatue, ist ein junger Mann als Allegorie auf die siegreiche türkische Nation platziert. In der linken Hand hält dieser eine Fackel hoch, in der rechten trägt er einen Lorbeerzweig. Dieses Motiv des Triumphs stammt aus einem Zeitalter, wo die Herrscher quasi über dem Gesetz standen. Marc Aurel Rom, Ludwig der Vierte, oh nee, Bismarck, Wilhelm der Zweite Düsseldorf, das ist Ludwig der Vierzehnte Lyon. Nach 1789, also nach der Französischen Revolution, wurde es an die Ideologie des Fortschritts, der Modernität, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit angepasst. Denn das bürgerliche Denkmal zu Ehren eines Individuums lag im Widerstreit mit dem bürgerlichen Ethos der Gleichheit. In diesem Motiv werden beide Ideologien zitiert. Während Bellings Arbeit sonst durch ihre progressiven Charakter überzeugen, sehen wir hier die bildhauerische Aneignung der Vergangenheit. Der Rückgriff auf historisches Vokabular ist von Elementen geprägt, die sich aus einem Naturverständnis ableiten, das im 19. Jahrhundert verortet ist. Alles an dieser Arbeit widerspricht der politischen Ästhetik, für die Belling steht. Besonders die allegorische Figur schlägt in einem Neoklassizismus aus, deren Arbeiten an Künstler während der Nationalsozialisten erinnern. Der Fackelträger von Hermann Scheuernstuhl aus dem Jahr 1937, Hannover. Fackelträger von Arno Breker 1939. Am 8. April 1940 präsentiert sich seine Klasse der Öffentlichkeit, wo ebenfalls Bellings Modelle für verschiedene Standbilder zu sehen waren. Diese Ausstellung bekam in Istanbul eine große politische und mediale Aufmerksamkeit. Sowohl Belling als auch seine Schüler schienen sich ausschließlich mit dem Neoklassizismus auseinandergesetzt zu haben. Hüseyin Özkan Anka zeigt seine Arbeit den Athleten in dem Thema Motiv, Stil, Dimension in deutlicher Nähe zur nationalsozialistischen Bildhauerei anzusiedeln ist. Der Zehnkampfmann von Georg Kolbe. Georg Kolbe war fast auf allen Ausstellungen der deutschen großen Kunst bis auf 1944. Die Arbeit ist aus dem Jahr 33, 34 und die Skulptur ist 2,50 Meter groß aus Bronze. Der Zehnkämpfer von Richard Scheibe, 2 Meter hoch die Skulptur aus Bronze und er war auch fast auf allen Ausstellungen der deutschen großen Kunst. Und zuletzt Arno Breker, 10 Kämpfer, ebenfalls aus Bronze. In diesen 10 Kämpfern wird bildhauerisch ein bestimmter Typus innerhalb der nationalsozialistischen Ideologie umgesetzt. In diesem rassistischen Dispositiv wird eine Schönheit des Rassenkörpers konstruiert.
Es ist nicht überliefert, ob Belling in der Klasse diese Skulptur problematisiert hat. Seine Pflicht wäre es gewesen. Er hätte das neoklassizistische Formvokabular der Nationalsozialisten ohne Kompromisse, ohne Ausnahmen vermeiden müssen. Interessanterweise wiederholen die meisten Schüler Bellings stilistische Zerrissenheit zwischen Auftragsarbeiten und persönlichen Arbeiten. Hier sieht man von demselben Künstler eine abstrakte Arbeit, die in Istanbul aufgestellt ist, die mich sehr, sehr stark an eine Skulptur erinnert von Ray Eames. Aufgrund seiner intensiven Lehrtätigkeit führte Belling selbst nur wenige freie Arbeiten aus. Das heißt, hier haben Sie gerade eine Auswahl gesehen, eben dieses Standbild für Ismet İnönü. Es gibt kleine Plaketten, aber es scheint fast so, als ob er zugunsten seiner türkischen Schüler sogar zurücktritt. Es gibt auch Kollegen, die gegen ihn agieren, türkische Kollegen, die ihre eigene Stellung behaupten wollen, die verlangen, dass Wettbewerbe stattfinden, dass nicht mehr persönlich nominiert wird. Auf all das reagiert Belling meines Erachtens, produziert nur noch wenig. Dann passiert etwas, was ihn sehr prägt, und zwar hat er an der Akademie der Künste gelehrt in Istanbul. Er wechselt dann an die TU, eine recht neue, eine junge technische Universität in Istanbul. Dort gelangt er wieder in die Nähe von Architekten, weil er diese ausbildet. Das heißt, er ist dort nicht zur Ausbildung von Bildhauern verpflichtet worden, sondern soll Architekten im freien Modellieren unterrichten. Und ich denke, das verändert wieder etwas bei ihm. Er knüpft wieder dort an, wo er so in den 20er Jahren aufgehört hat, und zwar die Zusammenarbeit mit Architekten, und auch eine vermehrte Abstraktion ist dann feststellbar. Sehr interessant ist dabei, dass so etwas wie diese Skulptur 49 entsteht auf der linken Seite, mit der Belling an sein abstraktes Werk anschließt. Warum entsteht diese Plastik? Und zwar findet sich ein Brief an die Architekten Vassili und Hans Luckart. Belling bemüht sich gleich nach 45 Kontakt aufzunehmen mit Deutschland. Er hat Rückkehrpläne, das muss man ganz deutlich sagen. Und er versucht eigentlich sofort die Lage zu eruieren. Wie sieht es aus? Habe ich dort Chancen? Wie geht es euch im zerstörten Deutschland? Und die Architekten Vassili und Hans Luckart antworten ihm auch, berichten über sein zerstörtes Haus. Und dann gibt es einen Brief von 1949, in dem schreibt Belling, ich zitiere, von meinem Dreiklang habe ich nichts mehr gehört und ich betrachte ihn als Kriegsopfer, als Opfer der Unkulturpolitik des Dritten Reiches. Und so habe ich ihm eine Art Gedenkmal in Form einer abstrakten Skulptur errichtet, 30 Jahre nach seiner Entstehung. Die harmlosen Betrachter nennen diese neue Arbeit Dynamik und ich finde diese Bezeichnung nicht schlecht. Ich war etwas prosaischer, indem ich als Untertitel Betonformen wählte. Aber schließlich muss eine reine Skulptur ohne jeden Titel wirken, und das tut sie auch. Es ist sehr interessant, dass Belling glaubt, dass sein Dreiklang und auch sein Kopf in Messing verschollen sind. Sie werden aber fast zeitgleich in Güstrow aufgefunden und 1949 in die neue Nationalgalerie in Ost-Berlin gebracht. Belling hat sich, wie gesagt, bemüht, zurückzukehren. Vor allem West-Berlin war natürlich sein Wunsch. Er hoffte, dort auf eine Professur zurückzukommen, an die wiedereröffnete Kunsthochschule. Man war aber weder an ihm noch an seinen Arbeiten interessiert. Das hat ihn sehr enttäuscht. Und da findet man sehr große Parallelen zu anderen Künstlern, wie Georges Grosz zum Beispiel, der auch bemüht war, zurückzukehren aus den USA, oder Martin Wagner, der sich als Städtebauer in den Wiederaufbau Deutschlands einbringen wollte. Man findet in Deutschland eine sehr große Abwehrhaltung. Und zwar wollen die, die eben geblieben sind, in Deutschland geblieben sind, nicht emigriert sind, sich dort behaupten, es gibt keinen Platz. So heißt es immer in den Briefen, die sie zurückschreiben. Euch geht es sowieso so gut, bleibt da, wo ihr seid. So ist der Tenor in den Briefen, und so wird auch Rudolf Belling immer wieder berichtet.
Es lässt sich insgesamt eine immer größere Wahrnehmung Bellings dennoch feststellen. In den 50er Jahren erhält das Bundesverdienstkreuz, zahlreiche Auszeichnungen, Ausstellungen und öffentliche Aufträge folgen. Doch das Atelier, was man ihm in Aussicht gestellt hat in Berlin, kann er nicht beziehen. Und als Belling dann 66 nach Deutschland zurückkehrt, wählt er seinen Wohnsitz nicht in Berlin, sondern stattdessen in Krailing bei München. Er schreibt, ich zitiere, ich hätte ja lieber wieder in Berlin gewohnt, aber diese Stadt hat sich mir gegenüber nicht anständig benommen. Nicht nur, dass man mich nicht bei der Wiedereröffnung der Hochschule zurückholte, sondern auch, dass die Stadt es bis jetzt nicht nötig hielt, etwas von mir anzukaufen, obwohl in ihren Zeitungen wiederholt darauf hingewiesen wird, was die Stadt mir zu verdanken hat. Alle möglichen Versprechungen erhielt ich, aber keine wurde eingehalten. Jetzt findet man es nicht richtig, dass ich München wählte, aber das lässt mich kalt. Das schreibt Rudolf Belling an Paul Westheim 1962. 1967 erhielt Belling einen Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Stadt München für eine Plastik, die auf dem sogenannten Schuttberg platziert werden sollte. Dieser war nach Aufräumarbeiten der Trümmer des Zweiten Weltkrieges entstanden. Dieser Aufstellungsort wurde jedoch durch die Planungs- und Bauarbeiten zum Olympiagelände vereitelt. Die Großplastik, über 6 Meter groß, Schuttblume genannt und 72 aufgestellt, steht heute eher verdeckt auf der Rückseite des Schuttbergs und erinnert doch an die Anwesenheit Bellings in dieser Stadt. Der Bildhauer starb 1972 und an seine Anwesenheit erinnert auch diese Ausstellung hier im Haus der Kunst, wo eben diese Werke, 3 Werke Bellings, die auf 2 Ausstellungen in München verteilt waren, wieder zusammengeführt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Ich denke, jetzt geht es noch weiter. Wir diskutieren. Ganz herzlichen Dank für diesen wortreichen und auch bildreichen Vortrag. Ich möchte Ihnen nun unseren dritten Gast vorstellen, Frau Elisabeth Weber-Belling. Nochmal herzlich willkommen. Elisabeth Weber-Belling wurde 1943, sie hat gesagt, ich darf das Geburtsdatum sagen, in Istanbul geboren. 1963 verließ sie die Exilheimat ihres Vaters, um in Deutschland ihr Sprachenstudium zu beginnen. Sie verwaltet den Nachlass ihres Vaters und gründete das Rudolf-Belling-Archiv in Krailing bei München, wo, wir haben es gerade gehört, Rudolf Belling von 1966, dem Jahr seiner Rückkehr nach Deutschland, bis zu seinem Tod 1972 lebte. Derzeit arbeitet Elisabeth Weber-Belling am Werkverzeichnis und auch an einer Biografie über ihren Vater. Ich habe mir jetzt viele Fragen im Vorfeld und jetzt auch während ihres Vortrags aufgeschrieben. Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit würde ich mich jetzt zurückhalten und die Frage, die Diskussion gerne jetzt sofort für das Publikum eröffnen. Wer hat Fragen an die Referenten, an Frau Weber-Belling? So, jetzt brauchen wir ein Mikrofon. Ist die Tatsache, dass Atatürk in Thessaloniki geboren ist und von daher doch viel stärker als die meisten Türken einen Blick nach Europa hatte, vielleicht auch einer der Hintergründe für diese Impulse, die er sich von Europa und von den Migranten in die Türkei versprochen hat. Sie meinen in Bezug auf meinen Vater? Ja, jetzt? Ja, auf Ihren Vater, aber auch eben auf die anderen Wissenschaftler, die er ja auch in die Türkei geholt hat, aus Österreich, aus Deutschland, die ja auch alle mit dazu beigetragen haben. Wissen Sie, das mag vielleicht eine Rolle gespielt haben, aber wie stark, das müssen Sie, glaube ich, die Wissenschaftler eher fragen. Also Frage an alle. Das spielt sicherlich eine Rolle. Es gibt neuere Forschung, die sich mal die Zusammensetzung der Nationalversammlung angesehen haben. Es kam kein einziger Repräsentant des Volkes, sondern ganz wenige nur aus Anatolien. Die meisten kamen eben, Thessaloniki haben Sie gerade genannt, kamen aus ganz anderen Gegenden. Und man vermutet gerade in der jüngsten Forschung, dass das sehr großen Einfluss auf die Politik gerade der Gründerjahre gehabt hat. Aber man darf eine Sache auch nicht vergessen, viele
Beamte der kemalistischen Türkei wurden selbst in Deutschland zum Beispiel sozialisiert, wurden schon unter den Osmanen nach Westeuropa geschickt, um zu studieren. Das heißt, wenn man das verfolgt, findet man immer einzelne Personen unter diesen Beamten, Ministerialbeamte, höhere Ministerialbeamte, die sehr gute Kontakte nach Deutschland hatten. Einer davon war Cevat Dursunoğlu, der hat sowohl Paul Hindemith als auch Pölzig ganz viele engagiert und hat da Kontakte gepflegt. Ich denke, deshalb hatte man auch gerade an Deutschland so viel Interesse. Es waren diese einzelnen Personen. Also doch ein großer Einfluss. Okay. Mir würde interessieren, ob Herr Belling, wie hat er reagiert auf das, dass sein Dreiklang, vorher sehr gelobtes Werk, auf die entartete Kunstausstellung gelang? Ob er darüber gesprochen hat? Wir haben leider in unserem Archiv, das wir gegründet haben, keine Korrespondenz auf eine Reaktion. Also ich bin selber immer noch am Suchen. Er hat darüber, zumindest in meiner Gegenwart, da musste ich Sie jetzt schon wieder enttäuschen, nicht gesprochen, nein. Aber wir suchen ständig in Archiven, den großen Archiven in Berlin vor allem, gerade auch diesen Punkt betreffend Unterlagen. Aber ich denke mal, die Recherchen gehen immer noch weiter und weiter und werden täglich ergänzt. Täglich, also ich möchte nicht sagen täglich, aber bestimmt wöchentlich. Ja. Kann ich eine Frage dazwischen stellen? Die bezieht sich so drauf. Er hatte ja noch seine Wohnung in Berlin. Stimmt das? Also wo noch so verschiedene Arbeiten dann halt noch irgendwie so aufbewahrt wurden, die dann halt im Zweiten Weltkrieg zerstört worden sind? Ja, ja, also er hat ja fast sein ganzes Werk zurückgelassen, als er 1937 in die Türkei ging, und dann hatte er Freunde darin wohnen, in seinem Haus bis 1940, die zogen dann aus, und von 40 bis 44, bis das Haus ausgebombt wurde, lebte dann ein Berliner Maler, das war Karl Friedrich Brust, vielleicht kennen Sie seinen Namen, ich weiß es nicht. Der wurde dann dort ausgebombt, der zog mit seinem ganzen Maler, mit seinen sämtlichen Bildern dort ein, und die verbrannten alle. Deswegen gibt es von Friedrich Brust sehr, sehr wenige Bilder, die erhalten sind. Gibt es denn einen Grund, weshalb er noch die Brücke zu Berlin aufgebaut hat, obwohl er 1937 oder 36 ins Exil in die Türkei eigentlich auch geflüchtet ist? Ja, also ich denke mal, einmal Berliner, immer Berliner, und dann versucht man natürlich zurückzukommen. Ich denke mal, das hat mit einem, also wenn Sie mich so fragen, es hat sicher mit einem Heimatgefühl zu tun gehabt, das letztendlich dann nicht erfüllt wurde. Aber das mit dem ausgebombten Haus, das ist auch eine interessante Sache. Ich habe Briefe in Archiven gefunden, auch in Briefen, die mir mein Vater hinterlassen hat. Er schreibt zum Beispiel kurz nach dem Krieg, das Atelier wurde ausgebombt 1943, glaube ich, das Haus 44. Die Kellerdecke war aber völlig intakt, aber der ganze Keller ausgeräumt. Das heißt, es wurden Skulpturen einfach mal so entwendet, ja. Und deswegen tauchen heute noch in den großen Auktionshäusern manchmal Modelle auf, wo ich nicht weiß, wie soll ich deren Leben zurückverfolgen. Auch eine spannende Aufgabe. Gut, ich glaube, Sie waren ja. Ja, ich wollte gerne was fragen, und zwar, wenn man den Dreiklang sieht, kommt einem ja immer automatisch, ich meine, es ist so eine wichtige Skulptur des frühen 20. Jahrhunderts, aber es kommt natürlich automatisch Archipenko mir in den Sinn mit Dance. Haben Sie da mal drüber gearbeitet, über die Zusammenhänge zwischen Archipenko? Ich meine, er hat 1912 bei Flechtheim ausgestellt, ja, also es muss ja ein enger Zusammenhang bestehen. Es ist komischerweise, erscheint in der Presse oft der Zusammenhang beider Namen Belling und Archipenko. Und mein Vater hat sich eigentlich immer dagegen gewehrt und hat gesagt, wir haben uns zwar gekannt, wir haben uns auch geschätzt, aber wir haben nie eine Übereinstimmung in unserer künstlerischen Auffassung gehabt. Und den Unterschied herausgearbeitet hat in einem Aufsatz,
der Professor Schmoll, genannt Eisenwert, vor vielen, vielen Jahren in einem Vorwort zu einem alten Belling-Katalog, wenn Sie das nachlesen. Das ist nämlich ganz interessant, was Schmoll dazu gesagt hat, beziehungsweise als Bestätigung zu der Aussage meines Vaters. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Also es, in der Rezeption wurden Archipenko und Belling ja oft eher zu Rivalen stilisiert. Also wer hat die erste abstrakte Skulptur und Plastik formuliert? Und ich denke, dass wichtig ist zu denken, was steht eigentlich hinter dem Dreiklang? Und da ist dieser Gedanke des Gesamtkunstwerks sicherlich das, was ihn sehr stark von Archipenko unterscheidet. In dem Fall, denke ich. In dem Fall, ja. Doch, da haben wir noch eine Frage. Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Sie hatten eingangs erwähnt, dass Belling für Sie sehr interessant ist in seiner Zerrissenheit, in den Brüchen in seinem Werk. Und mich interessiert vor allem die Rolle Bellings in der nationalstaatlichen Konsolidierung der modernen Türkei. Und ich möchte gern wissen, wie man ihn in diesem Zusammenhang lesen darf. Ist es jemand, der in der Kulturgeschichte des vormodernen, in der vormodernen Türkei vielleicht zur Entwertung ein vormaliger oder der Vorzeit beigetragen hat, dadurch, dass er für diese nationalstaatliche Konsolidierung eben instrumentalisiert worden ist? Das hört sich so passiv an, instrumentalisiert. Also ich denke, er hat das Ganze als Riesenherausforderung und Aufgabe gesehen. Natürlich ist es sehr stark ideologisiert, was er da macht. Also man sieht es ja, es ist staatlich, es ist eine Auftragskunst, das konnte er. Er hat ja auch schon als Auftragskünstler in den 20er Jahren gearbeitet. Was er macht, ist, er begibt sich sehr stark in die Schiene Türkentum, das neue Türkentum entdecken, das heißt ja die osmanische Zeit, relativieren und sagen, wir waren auch schon vor den Osmanen ein türkisches Volk und deshalb begeistert er sich zum Beispiel auch für die hethitische Skulptur, also Plastik. Er, in dem Wettbewerb um das Atatürk-Mausoleum lässt er ja auch, da sitzt er ja in der Jury und da werden auch so hethitische Löwen sollen dort aufgestellt werden, also neo-hethitisch kann man sagen. Und er begibt sich sehr stark in diese Schiene der Ideologie, aber sehr, sehr aktiv und willentlich. Er sieht sich, und da würde ich ihn schon parallel setzen mit Architekten, die auch in der Zeit kamen und dort mitgewirkt haben, als Antrieb eines Aufbauens eigentlich. Also so, er möchte da was aufbauen, er sieht sich als Motor und begibt sich rein in diese Ideologie. Und deshalb würde ich mich gegen das Instrumentalisieren wehren. Es ist was sehr Aktives, dass dadurch natürlich auch Geschichte, dass es da eine Geschichtszäsur gibt, würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Also Dinge auszuklammern, die man als nicht richtig empfindet in dem Fall, weil es keine Kontinuität der bildhauerischen Entwicklung gibt. Aber da kann Gürzheu bestimmt auch noch was zu sagen. Also woran ich halt eher so dachte, war, dass die Türkei sich in den 30er Jahren auch stark mit der Frage auseinandergesetzt hat, was ist völkische Kunst? Also ich will jetzt irgendwie nicht so eine Parallele machen zu den anderen Nationen, die so eine ähnliche Frage zu stellen. Und in diesem Zuge kam es dann halt immer wieder so zu dem Bedürfnis, dann halt irgendwie etwas zu definieren, was halt irgendwie so als auch türkisch funktioniert. Da hatte ich dieses Zitat, halt, dieses Beispiel halt von Italien halt so beschrieben, dass sie sich dann halt irgendwie so mehr und mehr abgewandt haben von dieser Idee einer Tabula Rasa, wo man halt etwas einfach aufstellt und das wird dann irgendwie so von der Bevölkerung dann irgendwie so eingegliedert, organisch aufgenommen, sondern man versucht, Brücken zu schlagen. Ich habe das im Vortrag nicht erwähnt, aber es gab in der Anfangszeit natürlich auch verschiedene Richtungen, für die man sich halt interessiert hat. Es gibt so verschiedene Poster, wo man Gebäude so sieht, die eher an Bauhaus erinnern und gar nicht so neoklassizistisch so sind. Das ist wirklich eine Festlegung, die dann in den 30er, 40er Jahren halt so kam und gar nicht nur in der Türkei, sondern das ist ein globales Phänomen gewesen. Das steht ja auch in Ihrer Publikation. 1937 gibt es die Weltausstellung in Paris und dort sieht man halt so die Hochblüten des Neoklassizismus und zwar nicht nur von Russland und von Deutschland, sondern auch Amerika
und andere Länder, die halt nicht automatisch mit einem totalitären System assoziiert werden. Unter den Parallelen haben Sie auch zwei Arbeiten von Thorak gezeigt. Thorak ist, wenn ich mich recht erinnere, vor Belling noch in die Türkei gekommen. Die beiden müssen sich überschnitten haben. Das heißt, die Darstellung hinterher in der neueren Literatur ist mehr oder minder so, dass Thorak erstens seine Skulpturen aus beliebig kombinierbaren Einzelteilen entwickelt hat, dass dieses ganze System der Kombinationstechniken in Istanbul entwickelt worden ist, für ein ganz umfangreiches Programm öffentlicher Denkmäler, dass aber genau diese Sachen bei Atatürk keinerlei Gefallen gefunden haben und das Ganze zurückgewiesen worden ist. Das heißt, er fand dann Hitlers Gefallen und kam aus Istanbul schon mit seinem in Istanbul entwickelten ganzen Apparat. Wie lange haben sich eigentlich Belling und Thorak da noch überschnitten oder gar nicht? Also kann ich nichts dazu sagen, habe ich keine Unterlagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich sein soll. Und jetzt kommt die Frage das erste Mal auf mich zu. Also ich will nicht sagen, dass ich in Schleudern komme, ich kann leider keine kompetente Antwort auf diese Frage geben. Vielleicht hier nebenan, ich weiß es nicht. Thorak kam ja nach Ankara, um das Sicherheitsdenkmal zu vollenden, was Harnack begonnen hat. Das heißt, Anfang der 30er Jahre, er ist sowieso gependelt. Er war niemand, der jetzt auf Dauer in der Türkei gelebt hat. Er ist gependelt, er hatte zeitgleich viele verschiedene Auftraggeber. Unter anderem hat er auch Schmeling modelliert. Heute habe ich ein Foto gesehen, 32. Und übrigens auch mit Zwischenschritt bei Mussolini, da gibt es ja auch Porträts. Also sie haben sich sicherlich gekannt, also Kreis Flechtheim zum Beispiel, sie haben sich gekannt. In der Türkei sind sie sich meines Wissens nach nicht begegnet. Das glaube ich auch. Ja. Ja, ich glaube, Thorak kam auch 37 in der Türkei in die Kritik. Ja. Da war von Anatomieschau die Rede. Und 36, glaube ich, kam ein Angebot an Thorak zu emigrieren, aber ich denke, damals schon war Deutschland für Thorak attraktiver und er hat sich ja damals schon sehr, sehr in Deutschland um Ausstellungsmöglichkeiten und Aufträge und natürlich auch um die Gunst Hitlers ganz stark bemüht. Es gab so eine Kritik an verschiedenen Bildhauern in der Zeit, also das ist eigentlich die Zeit vor Belling, dass sie eigentlich die Türkei irgendwie als ein Experimentierfeld nutzen, indem sie halt Skulpturen entwerfen, die sie woanders dann halt irgendwie so in so einer größeren Perfektion dann halt irgendwie so ausstellen können. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Kritik sich auch auf Thoraks Arbeiten so bezieht. Das andere, das ist ja das, was in den Habilitationen dann halt auch so drinsteht, ist, dass es in der Anfangsphase auch so physiognomische Schwierigkeiten halt so gab. Also gerade bei Thorak ist es so derart übertrieben, dass die türkische Regierung dann halt irgendwann so sagte, man müsste sich ja auch nochmal so die einheimische Bevölkerung angucken und sich ein bisschen an deren Physiognomie halt irgendwie so orientieren, damit es halt irgendwie auch so visuelle Brücken und Identifikationsmöglichkeiten gibt mit den Skulpturen. Ich habe leider jetzt keine Thorax-Skulptur da, aber das ist, sieht aus sehr wie stark betonte Augenbrauen zum Beispiel. Aber er war trotzdem, ich meine, 37 war er in einer großen Ausstellung in Istanbul präsent. Also ich meine, Thorak war schon sehr erfolgreich und es steht immer noch eine Plastik in Ankara in einer Schule, die man jetzt erst kürzlich aufgefunden hat. Das heißt, er war schon auch sowas wie ein Staatsbildhauer und das finde ich ja auch so spannend. Ja. Staatsbildhauer, vorwiegend ausländische Bildhauer, Kanoniker, Krippel, Thorak, Harnack, Belling. Also das ist sehr erstaunlich, wer kann türkische Nationalkunst machen? Ausländische Künstler. Ne? Mir ist es so noch ein Einfall. Und zwar hat Thorak nicht nur Mussolini porträtiert, sondern dieses eine große Motiv von Atatürk, das man halt irgendwie so kennt, quasi die Plastik von Atatürk, die stammt von Thorak.
Und eine dieser Skulpturen war auch im Haus der Kunst 1937 ausgestellt, und zwar im Saal 2. Man sieht den stehenden Mann, also so eine große Skulptur, und rechts und links ist der Kopf einmal von Mussolini und einmal von Atatürk in der ersten deutschen Kunstausstellung dann halt irgendwie so zu sehen. Das sind so seltsame Verbindungen. Ich wollte ganz kurz noch etwas ergänzen, wenn vorhin erwähnt wurde, dass ich über meinen Vater schreibe. Ich habe es mir auf die Fahnen geschrieben, sein Leben aus persönlicher Sicht einmal zu schildern. Das ist eigentlich noch nie da gewesen, und das ist eigentlich meine vordringliche Aufgabe, glaube ich. So, gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann habe ich noch eine abschließende, die auch so den Bogen zur Gegenwart spannt. Ihr Magazin über Belling wurde ja 2010 in Istanbul vorgestellt. Wie bekannt ist Belling eigentlich heute in der Türkei? Da können Sie, Frau Weber-Belling, sicherlich auch noch erzählen. Sie kommen ja häufig hin als Referentin, werden eingeladen. Nicht ja. ganz so häufig vielleicht, aber ich hatte das Glück vor, jetzt muss ich selber nachdenken, vor 6 Jahren Schüler meines Vaters zu interviewen. Darüber haben wir uns, glaube ich, auch noch nicht unterhalten. Und die konnten mir also sehr, sehr viel erzählen. Und auch seinen ehemaligen Assistenten Hüseyin Anker. Ich habe aus diesen Gesprächen eigentlich, wenn ich das so sagen darf, wörtlich eine sehr große Dankbarkeit herausgespürt, dass Sie ihn als Lehrer gehabt haben. Also ich hatte das Magazin in Istanbul bei Banu Cennetoğlu präsentiert. Das ist eine türkische Künstlerin, die eigentlich die Konzeptkünstlerin der Türkei ist, die auf der Venedig-Biennale auch ihre Arbeit mit Ahmet Ö zusammengezeigt hat. Sie betreibt einen kleinen Raum, in dem sie Künstlerpublikationen und Artist-Scenes irgendwie so vorstellt. Sie kannte Rudolf Belling nicht. Es kamen noch 2 verschiedene Assistenzprofessoren von der Akademie, also der schönen Künste, bevor er dann halt gewechselt ist zu den Architekten. Die kannten ihn auch nicht, aber die haben mich dann eingeladen, dort das Magazin ein zweites Mal so zu präsentieren. Und ich konnte mir noch so die Werkräume halt irgendwie so angucken. Und es ist echt so erstaunlich, dass er halt nicht bekannt war. Ich führe das aber auch darauf zurück, dass es einen Brand gab in diesem Gebäude und dass vielleicht ganz viele Sachen, die an ihn erinnern könnten, auch mit diesem Brand dann verloren gegangen sind. Aber würden Sie mich fragen, an welche Professoren ich mich aus München 1950 erinnere, würde ich wahrscheinlich genauso ins Stottern kommen. Das ist jetzt aber eine völlig andere Generation, auch die Sie jetzt angesprochen haben, nicht? Ich habe also noch die Schüler sprechen können aus der Zeit eben. Also die es heute wahrscheinlich auch nicht mehr gibt, denke ich mal. Aber wie ist denn deine Einschätzung? Soweit ich weiß, gibt es ja noch an der TU ein Atelier, was nach ihm benannt ist, ne? Belling Atelier. Also ja, da genau. Ist er präsent mit Namen. Ich denke, was man nicht vergessen darf, ist, dass er vorwiegend als Lehrer gewirkt hat. Und was bleibt, sind oft Skulpturen, also das, woran man sich erinnert. Lehre ist nicht fassbar, die sieht man in dieser Verbindung zu den Schülern und in dem, was die schaffen. Und vielleicht gerät das eher in Vergessenheit. Es kommt noch eins dazu, er hat unendlich viel aus eigener Hand zerstört. Unendlich. Und hat wirklich nur das am Leben gelassen, von dem er überzeugt war. Und das hatte, also diese Strategie hat er noch in Kreiling in seinen 7 letzten Lebensjahren fortgesetzt. Und ich kann mich erinnern, ich war damals als Studentin, ich habe mich auch immer wieder gewundert und geärgert und war traurig darüber. Aber es flogen die Scherben. Und die flogen im Atelier in Istanbul genauso wie in Kreiling auch. Jetzt noch eine letzte Frage. Dankeschön. Bräuch in Istanbul hat ja eine Reihe Reliefs von deinem Vater gehabt. Und er hat mir erzählt, dass er Sachen kaufen wollte,
arbeiten dann schon an der Technischen Universität, nicht mehr aus der alten Akademie. Und dass dein Vater sich aber geweigert hat, sie zu signieren. Also es ist nicht nur, dass er Arbeiten zerstört hat, sondern sie sind auch dadurch untergegangen, dass er sie eigentlich als Arbeiten eben auch nicht anerkennen wollte. Vielen Dank, ist eine zusätzliche Anekdote, die ich gerne aufnehme ins Repertoire. Danke. Ja, und ein guter Hinweis. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie so lange da geblieben sind und viele Fragen gestellt haben. Vielen Dank an Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.